Na, schnell lösen die Chose. Dann gehen wir mal auf unseren blauen Containerzug. Ah, anstrengend. Ciao. Mal schön mit euch. Ich hasse diese Waren. Ich hasse sie. Kurz konzentrieren. Warum jemand hier drüben nichts abstellt, das verstehe ich nicht. Hier ist nichts. Da ist Passagier, das ist ja klar, aber hier ist einfach nichts. Kurios. Ja, da haben wir jetzt länger gebraucht. Ach mal, da haben wir jetzt länger gebraucht. Wie viel haben wir denn jetzt auf Tasche? Freunde, so schnell geht das. So schnell geht das. Dann können wir ja in Ruhe bezahlen. Ich würde den da gerne nehmen. Haben wir bezahlt. Sind es nur noch 200 noch was? Gut. So, was haben wir denn hier Schönes für Shunting? Das wollen wir nicht. Ne. Ne, drei Drop-Offs. Ne, bitte, Freunde. Hört auf mit so einem Scheiß. Drei Drop-Offs mache ich hier nicht. Hier geht's wieder zum Hafen. Hafen. Oh, Hafen. Ciao mit V. Die sind alle für den Hafen. Ah, oh, ich würde gern. Ah, oh, das sind wieder die Scheißwagen. Das sind diese ätzenden Wagen. Zum Hafen. Ja, du bist schon mal weg. Die sind ja nicht schlecht, die bringen ordentlich Kohle ein. Ob wir da die Bonuszahlung kriegen, weiß ich nicht. Ich tue mir schon mal anders hin positionieren. Auf die andere Seite, dann geht es vielleicht schneller. Ja, da, 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 da. Wenn wir da nur so zwei Aufträge mitnehmen, dann könnte man die Bonuszahlung auch wieder rausheimsen. Die Frage ist halt nur, welche zwei nehmen wir denn da mit? Das ist es ja eben. Welche zwei nimmt man da wieder mit und wieder zum Hafen?
Ah, ich habe vergessen abzuhängen. Ah, shit. Nehme ich den Schrott mit. Verdammt, ich habe vergessen abzuhängen. Ich habe vergessen abzuhängen. Mann, ich bin ja eine Pflaume. Also wieder Tour. Ich bin eine Pflaume. Seht ihr, darum habe ich jetzt die Aufträge noch nicht angenommen. Oh, Entschuldigung. Stehen. Nein. Ich bin der Pflaume. Nimmt er den Auftrag wieder mit? Ja, ich will ein bisschen Zeit schinden. Ich will das alles hier in die Länge ziehen. Das ist gar kein Thema. Ihr habt mich schon durchschaut. So der Lärm. Oder locken mal in welche Richtung der Fahrt. Ah, ich glaube, ich will nur zwei Aufträge mitnehmen. Um halt auch die Bonuszahlung zu bekommen. Ist da? Speedzug. Das war der Interregio. So, jetzt muss ich mal kurz gucken, welche Aufträge das wären. Der bringt 46, haben wir mal den, ciao. So, 58, 34. Was bist du für einer? 72. 58, 34. Das ist der erste. Dann fangen wir den nochmal an hier. Das warst du auf C7. 58, C7. Ja, komm mal zurückgerollert, du Lump. C7. Holen wir die schon mal ab. Setzen um dann auf den anderen Auftrag. Natürlich tue ich sie vorher natürlich jetzt noch einlösen, weil den Fehler mache ich nur einmal und mache das nicht mehr. Wahrscheinlich sind die dann auf C5, weil C6 habe ich gerade abgestellt.
mal hier nämlich schon mal cool Bremse lösen und sowas und dann geht es schneller. So. Dann holen wir uns mal schnell die Schoße ab. Also, es waren die hier. 58. Du alte Zicke, Mann. Was hat er denn schon wieder? Können wir jetzt halt vielleicht... Und außerdem, warum tust du es immer auf die 2? Das nervt mich. Immer noch nicht. Oh, ich will nicht bezahlen. Naja. Und schon sind wir pleite, Freunde. Weil das Spiel das so möchte. Oh, das nervt so dermaßen. So, welches jetzt aus? Geht's ja auch da. So, die Frage ist, wo muss ich jetzt hin? 34. C5, naja, was habe ich doch? C5 wäre dann hier. Dann geht's nach C6, C7, C6, C7. Naja, fahren wir halt wieder Kesselwagen nach Hause. Richtung Hafen. Und wo müssen die dann hin? E8. E9. Wir holen jetzt den ab von C5, also nach E8. Ja, das sollten wir hinkriegen. Und dann kann man ja am Hafen die zwei noch entsorgen. Also sprich leer machen. Falls es nicht so viele Drop-Offs und gibt. Nein, hör auf. Jedes Mal verdrücke ich mich, dann gibt der Gummi. Ohne Karte geht halt nichts. Das wisst ihr ja selber mittlerweile bei mir. Passt. Haben wir alles? Dann können wir losfahren. Also, wir haben jetzt dran, Job 34 nach E8. Und schwer sind wir gerade, Trade Info. Naja, das geht ja. Das ist ja nichts. Weg. Danke. So. Nicht bremsen, Gummi geben. Fahren wir wieder. Schnell erledigt das Ganze hier. Finde ich super. Wird man gleich mal ein paar Views bezahlen, also das mit der Lok des Nerven. Also die Führregelung ist schon ein bisschen assi.
muss ich schon sagen. Also die ist schon ein bisschen nervig. Da hoffe ich, dass es im Update ein bisschen abgeschwächter wird, weil... Boah, Freunde, das geht ja nicht. Oh. Naja, groß beschleunigen brauchen wir jetzt halt hier nicht, weil... Ja. Kommt eh gleich wieder 30. Bis zum Hafen sollten wir das mit der... Mit dem Spritchen, was wir haben, schaffen. Notfalls haben wir ja noch eine Ersatzlok mit dabei. Die Sisha ist die Sisha. Jetzt kommt der ganze schnodderradatte 30er Abschnitt. Ja. Kann man ja ein bisschen halten. Jetzt habe ich schon wieder Kesselwagen dabei. Oh, nervig. Nervig. Ich hoffe, die gehen mir nicht in die Luft dann davon. Ich hoffe es einfach. Was machen. Einfach nur aus Lux und Dollerei, weil es bestimmt schön aussieht. So, positionieren wir uns mal. Nein, hier ist ein Baum. Hier. Wo ist er denn? Da ist er. Schön, oder? Ja, die Skins wollte ich jetzt auch noch ändern eigentlich. Ich kam noch nicht dazu. Geschwindigkeit halten ist super. Da fährt er. Tschüss. Halt nehme ich wieder mit. Nach vorne porten. So, haben wir wieder einen Überblick über unsere Geschwindigkeit. Machen wir doch mal schön. Sah gut aus. Klar, ein längerer Zug wäre jetzt geiler gewesen, aber Freunde, wir müssen an unsere Kohlen denken. Weil wir wollen ja endlich Military fahren bis zum Umfang. Wir kommen einfach nicht voran in dem Spiel. Wir kommen einfach nicht voran. Weil jedes Mal ist irgendwas. Bis der andere ziehen Züge mit 2 Millionen Euro wert hinten dran. Ja. Oder Dollar, was auch immer so viel Währung ist. Und ich schnüttere das, ziehe nur sowas mit. Nee, nee. So, jetzt können wir gleich Gummi geben. Ah, es sind auch schon lange Züge hier. So, da ist das Ende. Da. Bereich, glaube ich. Jetzt sehe ich nichts mehr. Schade. Schade, schade, Schokolade. Da ist das Signal.
brauchen Tempo, wir brauchen Power, wir müssen hier schnell, schnell. Geschwindigkeit halten. Oh, dieses Quietschen schon wieder. Das macht mir schon wieder Sorgen. Naja. Jetzt können wir ja wieder ein bisschen durchrasen eigentlich, bevor dann hier unten wieder unser 40er Abschnitt beginnt ab hier. Schön ist das. Da müssen wir halt gut Zeit rausholen. Jetzt habe ich nicht geguckt gehabt, wie lang wir sind. Egal. Schon so ein bisschen Risiko hier, also finde ich jetzt. Also ich habe Kesselwagen hinten dran, ihr wisst, was das heißt. Ja, wenn ich jetzt die Strecke jetzt halt auch noch blockiere mit den scheiß Kesselwagen, dann ist ja alles vorbei. Dann können wir gar nicht mehr, dann können wir nur noch Steamil Hafen fahren den ganzen Tag. Wenn ich hier die Strecke auch noch mit Kesselwagen zubombe. Halten wir jetzt auch die 70 mal ein bisschen. Ich habe so ein dumpfes Gefühl, weil die Geschwindigkeit wieder so runterzieht. Ich habe da so ein dumpfes Gefühl. Ah. Passt alles. Weiß ich nicht, das war gerade so, ich hatte die Vermutung, so ein kleines Kling zu hören. Es hat jetzt natürlich kurz Zeit gekostet, aber... Sicher ist sicher, weil er hat schon ein bisschen die Geschwindigkeit arg runtergezogen, muss ich sagen. Komm, du bist schneller. Natürlich jetzt bergauf, super. War so, mir war wirklich so danach, als ob es Klinge macht. Mir war so danach. Man kann sich ja auch täuschen. So ist es ja nicht.
bilde mir da schon alles ein. Ich bilde mir schon auch so, ich habe vorhin gerade so dieses dumpfe Geräusch gehört, was ich beim letzten Mal gehört habe. Dieses dumm, dumm, dumm. Und da war schon wieder Panik. Da gingen die alle Alarmglocken gingen gerade hoch. So, nein, bitte nicht. Bitte nicht schon wieder. Aber Gott sei Dank, es war nichts. Mal schnell die Zeit um die versuchen wieder reinzuholen. Sollten wir schaffen, Sprit sollte auch noch reichen. Ja, wenn wir da im Hafen sind, dann sollten wir erstmal wirklich tanken fahren. So, safe is safe. Was ist denn jetzt los? Nein, bitte nicht schon wieder. Oh, nicht schon wieder. Stopp. Oh, Freunde, hey, das Spiel, das mobbt mich doch. Was ist denn los mit diesem fucking Kesselwagen? Ich verstehe es nicht. Was ist denn da los? Jedes Mal, wenn ich jetzt Kesselwagen fahre, halte meine Geschwindigkeit, fliegt mir das Ding um die Ohren. Hey Freunde, das macht echt langsam keinen Spaß mehr. Ich komme ja gar nicht mit der her mit Kohle machen. Mir fliegt jedes Mal fliegt mir irgendwas von diesem Kesselwagen um die Ohren. Und die Suppe läuft mir hier aus. Kostet ja auch nicht. Wir waren gerade 900. So. Einmal. Zweimal. Hey, Wahnsinn. Ich weiß nicht, was es ist. Ich habe keine Ahnung. Der fährst du ganz normal und dann fliegt er die Schoße um die Ohren. Hä? Ach da. So. Ja, du lauf weiter aus, das ist mir jetzt egal. Achso, er muss ja mal wieder füllen. Nee, ich bin jetzt gerade echt sorry, aber das frustriert.
Ich habe mich jetzt echt an die Geschwindigkeit gehalten. Wollte sogar jetzt halt erst wieder Gummi geben und dann geht mir das, haut mir das Ding aus den Gleisen raus. Was ist los mit ihr, Spiel? Na, sollen wir mal schnell den einen Wagen noch schnell bergen? Nee, es wurmt mich schon wieder. Entschuldigung, aber das ist so ein bisschen das, was ich nicht verstehe an dem Spiel. Es macht echt Spaß, ja. Man kann schöne Züge fahren, schöne lange Züge fahren, aber da fährst du hier 70 und dann haust du die Dinger außen raus. Hier. Drei Wagenverlust. Plus einer läuft mir die Suppe noch raus. Warum auch immer. Ich kann es mir nicht erklären. Ich bin vor uns den Zug abgelaufen, wo ich gedacht habe, es hätte Kling gemacht. Hat es ja nicht. So. Hinten ist zu, oder? Nehmen wir den kaputten auch noch mit. Drei Wagen Verlust. Ich fahre nie wieder Kesselwagen.